Aber ich bin gleich tot, Alter. Mach jetzt mal fetten. Und zwar, aua, ich hab nur 20%. Mann, das sollte eigentlich ein Rot werden. Na, ich bin tot. LOL, was war das? Ja, ich glaub, ja, das Boot. Das Boot, Boot. Boot! Botzi, hier, ich markiere es da. Jetzt bin ich gegangen. Bei dem. Ja, was hat die ganze Zeit gesagt? Boot. Er hat mir Boot gesagt. Battlefield 4, mein erstes Video dazu. Und ich muss sagen, es ist ein hammergeiles Spiel. Ja, also es ist mega geil. Für die Leute, die sich hier fragen, warum sieht das bei dir so enorm geil aus? Ich habe einen neuen PC, ja. Die Daten und die Informationen zum alten, zum neuen PC, alles nochmal in der Beschreibung, denn das interessiert wirklich nicht jeden. Gut, ich komme gleich zur Sache, denn ich will die Videos in Battlefield kurz halten. Ja, es ist nicht interessant, wenn sie 15 Minuten dauern. Das guckt sich keiner an, denn ich bin immer noch sehr klein. Gut, also eigentlich wollte ich ein Video machen über den Rush-Modus in Battlefield 4. Das hat mir aber Max FPS irgendwie weggenommen an dem Tag, als ich mir das ausgedacht habe. Kam er denn mit seinem Video und naja, deswegen lasse ich es glaube ich einmal komplett weg, aber ich kann einmal einen Satz dazu sagen, der Battlefield 4 ist der Rush-Modus komplett misslungen, wegen ihren unglaublichen Willen, jeden Modus auf jede Map zu kloppen. Deswegen sind manche Designs so allgemein gehalten und so unbrauchbar für manche Modi geworden, dass der Rush-Modus auch ziemlich weit hinten ausfällt und somit MCOMs gesetzt werden, wo komplett keine Deckung ist. Und ja, ich meine, jeder, der das Spiel gespielt hat, der weiß, dass es ein Tritt, also dass es ein Fehltritt war. Immer noch am besten fand ich den Rush-Modus in Bad Company 2, in Battlefield 3 war uns auch sehr gut, aber ich finde, Bad Company 2 war jetzt irgendwie King. Also mehr Spaß hatte ich nie am Rush-Spiel in Bad Company 2. Und besseres Feeling wird nie ein Spiel haben, glaube ich. Auch nicht Battlefield 4 bisher. Gut. Aber das eigentliche, was ich euch sagen wollte, ist Second Assault, denn irgendwie ist im deutschen Raum noch nicht so ganz angekommen, was es damit auf sich hat. Man weiß irgendwie, ja, es werden die alten Maps wieder neu aufgerollt, aber was genau? Na, Metro, Kaspische Grenze, Firestorm und Golf von Oman werden wieder auf den neuen Modus sozusagen genommen, auf Frostbite 3. Und also in Battlefield 4 importiert sozusagen. Aber sie wurden nochmal ein bisschen überarbeitet. Und wie bei jeder Map in Battlefield 4 gibt es denn bei denen auch noch einen Revolution-Moment. So eine Art gescriptetes Szenario, irgendeine Veränderung der Map. Für die Leute, die kein Battlefield 4 kennen. Also, auf Metro ist es dann die Metro-Fluten. Ich meine, wie geil ist das denn? Da kann man die Metro irgendwie voll, ich weiß nicht, wie das genau laufen soll, ob man denn da irgendwie mit Booten rumfährt oder ob da nur so eine kleine, ja, wie soll das funktionieren? Es gibt auch noch kein Material dazu, nur zu den zum neuen Map Design, das generell so aussieht. Ich meine, die Wege und so bleiben, es gibt noch neue in Metro, denn die sind alle schon sehr, also es gibt sehr wenige Wege in Metro, das wisst ihr ja, und die sind alle schon sehr kaputt gelatscht. Ich denke mal, da gibt's echt Raum für neue. Dann kann man die Decke der Metro zerstören. Und das ist auch noch eine Neuerung, die hätte ich mir bei Battlefield 3 schon gewünscht. Ich meine, das ist nicht so aufwendig. Es ist ein nettes Feature, aber so geil, nicht so geil wie Metro-Fluten, ja. Gut, Kaspische Grenze. Da wird die Antenne, die ihr kennt, die immer am Ende umfällt. Ich glaube, da haben sie auch ihre Levolution-Idee her. Die wird auf D gesetzt, auf den Punkt, auf den höchsten Punkt, der in der Mitte war. Auf diesem kleinen Hügel war das. Und dann gibt es noch einen Grenzpfad. Also vorhin war das einfach nur ein Stück nichts mit ein bisschen Zaun dazwischen. Das war eigentlich die Kaspische Grenze. Aber jetzt gibt es dann noch so eine Art, so stell dir eine chinesische Mauer auf der Kaspischen Grenze vor, die dann so, da so lang läuft. Ich kann nicht richtig beschreiben, wie ich das sonst. Ich kann nicht beschreiben, wie ich das beschreiben soll. Also ich finde es eigentlich schon ziemlich geil, dass es jetzt diesen Split dazwischen gibt. Das könnte auch nochmal ordentlich für Stoff sorgen, die man da machen kann. Ich meine, was glaubt ihr da, wie viel da gekämpft wird, aber wie viele Möglichkeiten das auch wieder bietet. Naja, die Antenne, die auf D ist, die fällt dann auf diesen Grenzpfad rauf, im Revolution-Moment und sprengt dann ein bisschen weg. Und damit
öffnet das sozusagen, diese Grenze. Die wird sonst nie geöffnet, also das als Infanterie habt ihr sonst irgendwie keine Chance. Also braucht ihr da unbedingt Fahrzeuge. Gut, bei Firestorm, als Revolution-Moment kann man Feuer legen. Wie geil ist das denn? Also eigentlich ist Firestorm, ja, Operation Firestorm, so eine Art Öleinrichtung gewesen. Und jetzt kann man da so Feuer legen und das dadurch entstehen extrem große Rauchwolken und sollen dann auch nochmal die Map in diesem Sinne dann verändern. Und es sollen noch neue Wege dadurch geschaffen werden, durch Feuer, die dann in diesen Gebäuden gelegt werden, die sich dann irgendwo durchfressen. Ich meine, das ist schon mal eine richtig gute Idee. Ich denke, da ist auf dem richtigen Weg. Golf von Oman, da soll der Evolution-Moment so folgend sein. Ein Sandsturm. Also sehr ähnlich wie bei Paracel Storm, wo da einfach ein Sturm kommt. Aber beim Sandsturm, wisst ihr ja, bei Angriff auf Karkant, Shanghai war das, aber ich verwechsel das immer wieder. Bei Shanghai, wenn der Turm einstürzt, dann wird die Map richtig scheiße, weil man nichts sieht. Und wenn das bei Sandsturm genauso ist, dann ist scheiße. Dann gibt es noch 10 neue Waffen, 2 wurden bestätigt, das ist die S2000, die L85. Capture the Flag kommt dazu und ein komplett neues Fahrzeug. Ich hoffe immer noch, es wird ein Luftkissenboot. Es wäre so geil, auf Paracel Storm mit einem Luftkissenboot durch die Gegend zu fahren. Naja, gut. Was denkt ihr, was wird das neue Fahrzeug sein? Schreibt mir unten rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time.